Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Messerschmiede Kubisch. Es ist Dienstag, das heißt, wir haben heute wieder eine Vorstellung von einem Messer bzw. einem neuen Produkt. Und letzte Woche Dienstag war es ja etwas von Victorinox. Diese Woche ist es wieder Victorinox. Allerdings geht es diesmal um die neuen Victorinox Frühstück bzw. Vespermesser zum Klappen. Sie sind vor einiger Zeit gekommen. Wir haben lange darauf gewartet, wie alle anderen auch. Auch da hat Corona und der Bau des neuen Auslieferungslagers in Deutschland etwas Unruhe reingebracht und dafür gesorgt, dass sich alles etwas verzögert hat. Aber jetzt haben wir alle Farben da und das auch in ausreichender Menge. Und das möchten wir euch heute gerne vorstellen, gleich nach dem Intro. Hier haben wir die schöne Farbpalette, die es gibt. Man sieht, wir haben zweimal die klassischen Farben Schwarz und Rot. Und ansonsten sind es recht frische und moderne Farben. Das Schwarze, was hier liegt, wie man auf dem Bild unschwer erkennen kann, ist ohne Welle. Das gibt es dann auch nochmal im klassischen Rot. Ich gehe aber davon aus, dass die glatten Messer weniger gefragt sein werden. Ich habe hier mal eins ausgepackt, das Gelbe, was ich einen sehr schönen, frischen Ton finde. Wir haben einen satten Liner, der auch wieder schön beschriftet ist, wie wir das kennen von der Schweiz mit Press. Das Messer hat auch beim Einklappen einen Federspannung drin. Man sieht, wie es von alleine einschnappt. Da ist hinten nochmal eine kleine Rückenfeder drin. Ich weiß nicht, ob man das über die Kamera einfangen kann. Hier hinten ist nochmal eine Feder drin, wie beim klassischen Taschenmesser. Und das ist zuständig für das Schnappen. Ansonsten, ich halte es mal ins Mikro, ein schöner satter Klack, wenn man die Klinge aufmacht. Auch hier hat sie nochmal zusätzlich Druck von der Rückenfeder, die als Anschlagstopp dient. Und pfiffig und in typischer Schweizer Qualität gefertigt. Hinten haben wir nochmal eine schöne Fingerauflage, wo der kleine Finger schön drin liegt, dass man nicht nach unten abrutscht oder nach hinten abrutscht. Vorne haben wir den Liner, der auch gleichzeitig als Abrutschschutz nach vorne dient. Eine wirklich schöne, gelungene Serie, die Victorinox da rausgebracht hat. Die wurden ja schon letztes Jahr auf der letzten Messe angekündigt, auf der Ambienta. Es hat leider etwas länger gedauert, wahrscheinlich Corona geschuldet. Und auch die Unterschätzung, was Victorinox da hatte. Sie hatten nicht mit diesem Boom auf diese Messer gerechnet und hatten am Anfang sehr gering produziert und mussten dann nachlegen. Dann kam da Corona dazwischen, dann kam der Lockdown dazwischen, dann kam noch dazu, dass Victorinox ein neues Zentrallager in Deutschland aufgebaut hat, wo sie den Versand machen. Das alles hat ein bisschen zu Verzögerungen geführt, aber ich finde, eine gelungene Serie. Viel dazu zu sagen gibt es nichts. Wir haben hier wieder wie üblich Swissmade eingeprägt. Auf Victorinox haben sie diesmal verzichtet. Das haben wir nur auf der Klinge. Und eine schöne Abdeckung von dem Niet. Der Liner an sich geht ungefähr bis hierhin. Also wenn man von innen guckt, ja, ungefähr da, wo ich jetzt meinen Finger habe. Bis dahin geht der Metallliner. Da sieht man ihn auch. Der Rest ist dann Kunststoff, dadurch wird das ganze Messer auch sehr leicht und ist gut mitzuführen. Die klassische Welle von Victorinox haben wir dran. Ja,
Mehr gibt es eigentlich zu dieser Serie nicht zu sagen. Es ist ein sehr schönes Teil geworden. Auch die Farben finde ich eine klasse Auswahl. Ich hätte noch das Blau dazu genommen, weil das meine Lieblingsfarbe ist. Aber es wird da bestimmt noch einiges kommen. Ich hoffe, dass die Serie auch noch mal als Steakmesser kommt, das heißt mit einer Spitzenklinge. Sollte dies nicht kommen, werden wir uns da was einfallen lassen, dass wir das Ganze ein bisschen in die Steakmesser-Richtung pimpen. Ich kann mir da einiges gut vorstellen. Aber da warten wir erstmal, was von der Schweiz kommt. Ich bin da gerade im Gespräch mit unserem Außendienstler und möchte da mal vorfühlen. Ich werde euch da wieder ein paar Impressionen anhängen, beziehungsweise vielleicht auch noch dazwischen schneiden. Und dann kommen wir auch gleich zum Fazit. Ja, eine gelungene Serie von Victorinox. Leider hat es relativ lang gedauert, bis wir sie endlich bekommen haben. Aber das ging, glaube ich, allen so. Ich glaube, die erste Serie hatten sie komplett unterschätzt. Ich glaube, vielleicht die ersten 10 oder 20 Betriebe, die die bestellt haben, haben da überhaupt was bekommen. Es war wirklich ein Problem. Wir haben uns viel mit den Kollegen ausgetauscht. Die hatten sie auch nicht gleich beibekommen. Und jeder hat geordert wie verrückt, weil wir nicht wussten, wann kriegen wir sie, wann kommt sie wieder. Es wurde auch von dem Produktionsablauf war es ein bisschen unrund, weil sie halt nicht mit dem Erfolg dieser Serie gerechnet haben. Dann, wie gesagt, die allgemeinen Probleme, die wir zurzeit haben, kamen dazu. Plus die das neue Lager in Deutschland und die Neuordnung dort haben halt zu einem wirklichen Chaos geführt bei dieser Serie. Aber wie gesagt, es lohnt sich. Und mit 18 Euro finde ich es auch noch vertretbar bei bei der Schweizer Qualität. Wir haben sie im Programm. Wir werden sie, glaube ich, auch schon auf der Webseite haben. Wir haben sie im Laden. Schaut euch an. Es ist wirklich ein Schmuckstück. Ich hänge euch den Link für die Bestellung unten an, wer da Interesse hat. Wir machen ja zum Zeit diese Geschichte. Ihr könnt es bei uns per Telefon oder per Internet vorbestellen und dann bei uns abholen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Vergesst nicht, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und ansonsten bis demnächst. Ciao.